extrem schöne Gegend hier. Voll crazy. Da drüben sind wir gestartet. Willkommen auf unserem Kanal 1492 Go Beyond. Heute sind wir auf der Urza. Und ja, wir gehen jetzt hier mal einen Rundweg. Anscheinend gibt es hier so Höhlenmalereien von irgendwelchen anderen Kulturen, die wir uns natürlich anschauen werden. Und mal sehen, was noch kommt. Heute ist auch die Drohne am Start, also ihr könnt ein paar nice Shots sehen. Und ja, mega, ich freue mich. Let the adventure begin. Und da, also das sind die ersten Felsbilder. Und auch wirklich teilweise alte von der Symbolik darüber. Und da ist der unterirdische Wasserfall, wo die Teiche wahrscheinlich 30, 50 Meter in die Tiefe stürzt. So, wir probieren jetzt gerade mal die DJI Mavic Pro 2 aus, so ein langer Name. Und wir sind jetzt hier ganz vom Showpiece, ganz aufs Gipfelkreuz raufgeflogen. Richtig hoch, richtig weit. Ich hätte mir das mit meiner Mavic Mini nicht getraut. Aber die Drohne ist halt Pro. Und ja, jetzt schauen wir mal, ob wir die Höhlen sehen und dann die Wand mal allein. Weil wenn man sich das Tal, was hier so ist, anschaut, dann muss halt vor mehreren Millionen oder tausend Jahren hier so Eis gestanden sein. Und die Leute, die da früher gewohnt, die Ureinwohner hier, müssen halt gerade zu dieser Wand hochgegangen sein. Weil man nur quasi ganz oben in der Wand, wo man auch sonst nicht hinklettern kann, diese Wandmalereien und quasi große Löcher und Gekritzel von denen sieht. Was die uns sagen wollten, wissen wir bis heute nicht, aber es ist auf jeden Fall spannend, das zu erforschen oder wieder zu entdecken. Und ja, generell, die Wurzeln ist ein sehr spannender Platz. Es gibt hier überall so Hieroglyphen in den ganzen Steinen, wie ihr vorher schon gesehen habt. Und ja, ich freue mich schon auf die Drone-Shots. Wird mega. Und für euch auch.
ein paar Drone-Shots gemacht. Wir waren ganz oben beim Gipfelkreuz, dann waren wir noch bei den Höhlenmalereien und diese Löcher, die da ganz oben in der Mitte sind, wo man nicht hinkraxeln kann, also quasi nicht vor ein paar tausend Jahren. Extrem crazy. Ganz kleine Muscheln. Ich hoffe, ihr könnt das sehen auf der Kamera. Von so oder sowas, wenn man nochmal scheint. Und hier versteinert. Crazy. Aussichtsturm, wo man nicht raussehen kann. Das ist wahrscheinlich noch zu, aber im Sommer sieht er dann so aus. Aber cool hier. Das ist mal eine super Jausenstation. Was gibt's heute? Die Drohne. Bisschen Equipment-Check. Zweite Drohne. Drohnenfernbedienung. GoPro-Gimbal. Und eins meiner Lieblinge. Kleine Pause, geht's weiter und wir gehen jetzt hier den Rundgang zu Ende und dann schauen wir, was es noch so zum Entdecken gibt. Ist auf jeden Fall total schön hier und im Winter ist da rauf ein Lift, geht da so rüber. Das ist auch ein super Skigebiet hier und das sieht so richtig Patagonia-like aus. Gerade über die Straße aus, ist so ein Rundweg, so insgesamt 2 Stunden, ist ganz nett. Und vorher schon gesagt, da kann man, müssen wir auf jeden Fall mal raufgehen zu der Bärenhöhle, wie ich vorher schon gesagt habe, die von diesen Wissenschaftlern auch erforscht worden ist, die hier Ortsansässige damals gefunden haben. Und da kann man so Bärenknochen finden und voll so quasi einen Blick in die Vergangenheit, sage ich jetzt mal so. Und ja, ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Gebiet. Und wie geht's dir so? Gut? Ja. Gut? Alles mega? Ja, mega. Charlie! Das ist unser Hund, Charlie. Ja, so fein! Ja. Ah, ja. Extrem schön hier. Richtig cool. Heute mal nicht so abenteuerlich wie beim letzten Video. Also was heißt abenteuerlich? Wir gehen jetzt nicht in die Höhle und forschen irgendwie in den Bergen rum oder so, sondern heute mal etwas entspannter. Dafür kriegt ihr dann, oder habt ihr schon gesehen, ein paar tolle Drone-Shots. So, jetzt gehen wir auf diesen kleinen Weg hier. Nein, natürlich nicht. Was? War crazy, voll so, dass man sich anhalten kann. Wenn es zugefroren ist, geht es sicher super. So, wir haben jetzt gelernt, dass kann man nicht nur im Winter machen, sondern es ist eine Kneipenanlage, wo man halt durchgeht und quasi sich abhärtet oder quasi das gut fürs Immunsystem ist. Hier ist wieder so ein Weg runter, wo man quasi durch den Bach durchgehen kann. Ja, man lernt nie aus. So, das was wir vorher quasi da hinten irgendwo aus der Erde gepickt haben, kann man hier auch in dem Museum anschauen, also man muss jetzt nicht nur so wühlen wie wir. Ich habe zu Hause vor ein paar Jahren, vor 3 Jahren, da drüben einfach so einen Stein umgelegt und da war wirklich so eine 30 cm Durchmesser Fossil von so einer Schnecke. Ich muss die dann mal einblenden, falls ich noch finde. Habe ich noch nicht schleifen lassen, ist noch komplett original. Das ist auf jeden Fall total crazy. Vor allen Dingen, dass die direkt am Straßenrand gefunden wurde von mir. Und ja, hier ist auch so ein kleines Museum dabei, wo man sich das mal anschauen kann. Mega. Wir haben es geschafft. Back to the car. Oh yeah. Jetzt gibt es erstmal eine Jause. Aha. Ich habe auch ein Ziel aufgewählt. You. Für die Tee wollen. Ihr wollt es ja. Ja. So. Ja, das war jetzt mega hier. Hier wohnt noch eine alte Freundin von,
von meinen Eltern und die hat hier ein Haus und da waren wir jetzt, sind wir quasi auf eine Jause unter Freunden zugekehrt und mega Ausblick hier, voll so die tolle kleine Hütte. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bitte lasst ein Like da und abonniert uns. Und ja, in Zukunft wird mehr Action, Outdoor und vielleicht auch ein bisschen Vanlife kommen. Seid gespannt.